Zweite Variante der ersten Form, Seigan. Der Unterschied ist, dies ist jetzt die europäische Variante. Wir sind ja im Schwarzwald, wir sind Europäer, ne? Slowakisch-deutsche Koproduktion. Wir sind human. Das heißt, wir haben eine Variante eingebaut, die es in Japan nicht gibt, nämlich man lässt den Gegner leben. So, ritterlich. Der Unterschied ist, erstmal nur bei ihr, ich gehe wieder meine drei Schritte vorwärts, bedrohe ihren Kopf. Sie geht aber nur einen Schritt vorwärts, man kann also weniger Raum nutzen. Ja? Ich bin wieder in Seigan, sie geht zurück. Der Ablauf ist gleich wie bei der anderen Kata. 1, 2, 3. Jetzt, das müsst ihr gut üben, man stoppt hier. Ja? Der Schnitt stoppt hier. Sie lässt mich leben, ich rühre mich jetzt lieber nicht, denn sonst schneidet sie dann doch. Ich warte hier. Sie gibt mir Raum, mich zu bewegen, und dann gehe ich vorsichtig zurück und sie baut Sanshin auf. Sie drückt mich, damit ich merke, jetzt lieber nicht nochmal was machen. Ja, so. Ich ziehe mich zurück, sie lässt mich gehen, kein Chibori. Ja, die Form ist also relativ schnell zu Ende. Wichtig hierbei ist, für beide Seiten Sanshin aufbauen, nicht einfach nur eine inhaltslose technische Form aufbauen, sondern ich baue Sanshin auf, ja? Sie baut Sanshin auf, ja? Dann schlägt sie weg, zack, zack. Ich rühre mich jetzt nicht, weil sonst jetzt. Jetzt stellt euch vor, ein scharfes Schwert hier am Hals, da möchte man lieber vorsichtig sein. Also, wenn ich überleben will, was die Japaner ja nicht wollten, die Samurai, die starben lieber, jetzt baut sie Sanshin auf. Ich kann jetzt nichts machen oder sie ersticht mich. Also, ich gehe lieber zurück. Das müsst ihr gut testen, weil, wenn das Sanshin nicht ordentlich ist, ja, so nur halb da so, ja, und dann hat sie keine Chance. Es muss wirklich so sein, dass ich keine Möglichkeit habe. Ihr könnt das mit Bocken ausprobieren, mit Bokto, dass das Sanshin so ist, dass ihr euch nicht traut, da wirklich noch was zu unternehmen. Ja? Das ist eine gute Übung für Energiearbeit. Ja? Also, macht nicht einfach nur eine Form, wo ihr euch dann hinstellt und den anderen bedroht, sondern ja, seid bereit, wirklich den anderen zu töten. Ne? Nicht echt. Also bitte nicht, dass ihr euch hinterher beschwert, mein Partner hat es nicht überlebt. Okay, Dankeschön.